Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Vorschau über die U20-WM in Toronto und in Montreal. Haben wir gestern mit einem Walliser aufgehört, fangen wir heute mit einem Walliser an. Und zwar mit dem Joaquin Albon. Der Joaquin Albon ist in Sierre geboren, ist dort aufgewachsen und spielt auf der Center-Position. Der Joaquin Albon ist für mich eine Überraschung, dass er im Kader aufgeboten wurde. Er muss sicher um einen Platz im Team kämpfen. Es ist für mich eine riesige Überraschung, wie ich schon gesagt habe, dass er überhaupt im Aufgebot steht. Wieso? Er hat noch keine einzige WM bestritten, hat auch international kaum Erfahrung gesammelt und hat dafür aber schon einige Nationaleinsätze hinter sich. Für mich ist er extrem schwer einzuschätzen. Wenn er das WM-Kader würde erreichen, wäre das für mich persönlich eine ganz grosse Überraschung. Mit der A-Mannschaft von Lausanne hat er bis jetzt 10 Spiele bestritten und hat ein Goal können erzielen. Mit der U20 war er in 5 Einsätzen dabei gewesen und hat 4 Punkte können sammeln. Dabei hat er 2 Strafminuten bekommen. U18 hat er 4 Spiele bestritten, hat 2 Punkte gesammelt und ist 6 Minuten auf der Strafbank gehockt. Wo führt der Weg vom Joaquin Albon in diesem Jahr her? Wird er das Team schaffen? Das ist die grosse Frage. Und ich freue mich, wenn die Antwort da ist. Vom Wallis aus fahren wir jetzt durch den Ötschberg durch, Richtung Münzigen, zum Philipp Kuraschew. Der Sohn von Konstantin Kuraschew, er ist eigentlich ein kompletter Spieler, ein kompletter Center, ein Center, der defensiv arbeitet, der aber auch in die Offensive geht. Für mich ist er gesetzt an dieser WM. Er hat das Potenzial, für die zweite Linie oder in der dritten Linie den Center auszufüllen. Er kann im Powerplay und im Boxplay spielen. Für mich ist er einer, der einen Unterschied machen kann. Ein Unterschied in Führung vor einer Linie. Kann 2018 sich berechtigte Hoffnungen machen auf einen NHL-Draft. Wenn und wo das er gezogen wird, ist im Moment schwer zu abschätzen. Aber für mich ist er ein Defensivcenter. Durch seinen Vater hat er die defensive Arbeit ins Blut gelegt bekommen. Er ist ein Spieler, der bestimmt noch seinen Weg wird gehen. Und zwar wird ihn der Weg in die NHL führen. In die NHL zur besten Liga der Welt. 2014-15 ist er Elite- und Vizemeister geworden mit Bern. 2016 hat er an der U18-WM in Grand Forks spielen. Er hat dort in 5 Spielen 2 Scorerpunkte gemacht, ist 4 Minuten auf der Strafbank gehockt und hat abgeschlossen mit einer -5-Bilanz. Er hat 8 Schüsse aufs Goal gegeben und hat auch Schüsse überzeugen. Mit den Quebec Ramparts spielt er aktuell auch eine sehr gute Saison. In 27 Spielen hat er 23 Scorerpunkte geschafft. Davon 8 Goal und 15 Assists. Auch im Ivan Lenka ist er dieses Jahr im Einsatz gesehen. Wobei, dort ist er nicht so aufgefallen, hat 2 Strafminuten bekommen in 4 Spielen. Er spielt dieses Jahr bei den Quebec Ramparts und ist dort bis 2017 unter Vertrag. Er könnte dieses Jahr, wie ich schon gesagt habe, den Sprung, respektive nächstes Jahr, muss es so sagen, 2018, ein NHL-Draftpick werden. Das sieht man schon an seiner Statistik und wo das er überhaupt ist gezogen wurde. Im CHL Entry Draft ist er in der ersten Runde an der 21. Stelle gezogen worden von den Quebec Ramparts. Und auch in der KHL hat er einen Draft hinter sich. Dort ist er in der 5. Runde an Stelle 139 gezogen worden von der SK St. Petersburg. Das Interessante bei ihm ist, dass dann zumal bei SK St. Petersburg der Vyacheslav Bykov an der Bande gestanden ist. Er, der ihn sehr gut können einschätzen konnte. Für mich gehört der Philipp Kuraschew in das Kader. Defensiv zuverlässig, offensiv kann er Akzente setzen. Er wird den Weg machen und ich bin überzeugt,
dass er auch in der NHL ein grosses Potenzial hat. Vom Aretal fahren wir jetzt zu Fribourg, zum Nathan Marchand. Der Nathan Marchand konnte schon einige Erfahrungen an den Weltmeisterschaften sammeln. So zum Beispiel 2014 und 2015 in Zug und Luzern. Dort hat er in 6 Spielen 1 Punkt gemacht und ist 4 Strafminuten abgehockt. Er hat das Spiel mit einem Minus 1 verlassen und hat 10 Schüsse abgegeben. Auch letztes Jahr ist er in Einsatz gekommen, aber nicht so wirklich in der U20. Er hat in 6 Spielen 3 Goal und 1 Assist gegeben und ist 2 Strafminuten abgehockt. Ihn einzuschätzen ist auch nicht einfach, aber meine Einschätzung ist, dass er für die U20 gesetzt ist. Er ist ein sehr guter Drittlinien-Center. Er ist defensiv verlässlich, arbeitet gut am Bulli und kann sehr viele gewinnen. Im Boxplay weiss er, wo er herstehen muss und wo er den Gegner aus dem Spiel nehmen kann. Er könnte sich aus meiner Sicht Richtung Martin Plüsser entwickeln. Einen richtigen Wert in der zweiten oder dritten Linie, weil er eben ein sehr guter Bulli-Spieler ist. Defensiv und offensiv kann er sicher noch zulegen. Aber mit 19, da ist er jetzt gut in der Entwicklung drin. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinschaut, wenn ich die nächsten 3 Stürmer vorstelle, die an die WM reisen könnten. Bis morgen. Ciao zusammen.